Hey, servus Leute. Und willkommen zu einer weiteren Folge Night of the Dead. Boah, ist das alles ein bisschen eng hier. Mist. Alter. Willkommen in der Fahrschule. So, jetzt das Teil da noch einparken. Es ist 23 Uhr. Wie lange jetzt schon, weiß ich gar nicht. Bin frisch ins Spiel. Natürlich wartet dann auch die... Bist frisch im Game heute. Irgendwie. Diesmal ist bestimmt hinterhergelaufen die ganze Zeit. Eingeloggt, direkt losgefahren. Die Zeit ist ja begrenzt. Boah, wie geil. Das ist ja viel einfacher mit dem Bike jetzt. Nice. So, da hol ich mir dort noch ein paar Stickies. Dann werden wir erstmal das ganze Kupfer verarbeiten. Und die Haubitzen beladen, das ist das, was noch fehlt. Und dann sind wir doch schon bereit für die Horde, denke ich mal. So, ich hatte hier noch ein bisschen Kupfer auf Lager. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Wir werden Schießpulver brauchen. Eisen. Habe ich ein bisschen was? Machen wir die Knochen und so raus. Und das Gemüsezeugs hier. Das. Eins, zweimal davon kann ich noch Mist herstellen, die ich schon wieder auffüllen da unten. Vielleicht bleibt die Zeit einfach dafür noch. So. Achso, ich hab da in der Kiste noch was. Moment. Hier, Munition, Batterien. Wartungskits, weil ich kann nicht das noch auffüllen, so kurz vor knapp. Wir werden sehen. So, also es fühlt sich auf jeden Fall schon wieder ein bisschen stressig an. Muss ja natürlich vom letzten Drücker da losfahren, ne? So, das alles zerlegt. Jetzt schaue ich mal, wie viel da rumkommt. 28, das klingt doch gut, ne? Ja, wo ist es noch ein bisschen wenig? Kupfer noch herstellen. Habe ich verpasst. Hier, 29. Eisenbahn fehlt. Ah, das ist ein bisschen viel. Da habe ich keine Stickies mehr. So, das waren jetzt, keine Ahnung, vielleicht 400 Schuss oder was, ne? Weiß es jetzt gar nicht so genau. Ich fange jetzt einfach mal an mit Auffüllen da drüben. Nicht, dass die Horde dann schon hier steht und ich komme nicht mehr hier rüber. Sah aus wie ein Hirsch, oder? Sind selten. So, das checke ich auch mal. Aha. Hatte ich fast befürchtet, dass er da rankommt, der Riese. So, das habe ich jetzt repariert. Jetzt muss es erstmal reichen. Das muss es dann halt. Demnächst mal auf Stein machen oder so. Viermal geklickt, 156 Schuss. Das soll es doch reichen für ein Geschütz. Hüpfen wir jetzt noch darauf. Windräder, das läuft. Das läuft auch. Das war schon mal schön. Dürfte schon mal im Strom nicht fehlen. So, die Knallköpfe sind natürlich da. Wir legen gerade erst los, ne? Aber es ist so richtig nervig, was sie da ablassen. Boah, wie das nervt. So, in dem sind ein bisschen mehr drin. Ja, ihr lauft doch schon, hör auf mit Schreien. Einer weniger. Bodyguards ja noch mit da von denen. Ich brauch die Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer.
Die Welle hat begonnen, ich ärgere mich mit sowas rum hier. Ich wollte auch noch checken, ob ich hier schon durchrepariert hatte. Geht so, ne? Erneut laden, erneut laden. Hatte nicht aufgefüllt. Ja, wir haben ja genug Strom, ne? Also ist halt so ein Backup. Bei Stromausfall. So, das Timer hier runter. Dann habe ich das Schild gefunden, das packe ich mal dahin. Und die sind schon da. Das ist kaputt. Oh wei. Die Fallen sind kaputt. Hab ihn nicht repariert. Jetzt muss ich aber erstmal hier rein. So, die anderen aber auffüllen. So. Ist einfach mit hochgerannt, ey. Geh bloß weg von meinem Bike. So, wo gehen wir gleich das Schild hier? Keine Ahnung, ob das Nachteile hat. Sieht eigentlich recht gut aus, ne? Jetzt kommen ja alle aus der Richtung. Die Fallen sind so schnell kaputt. So, Mist, ich hab die komplett vergessen, ey. Ich muss da runter jetzt. Was jetzt schon? Ach, nö. Ja, das ist doch so richtig blöd. Kann da nichts mehr tun. Ja, die Fallen sind über. Schade. Der Fallengang da drüben ist leer. Die wissen genau, da drüben ist alles zerstört. Wir laufen mal lieber da lang. Habe ich mein Schild unten liegen. Die gehen einfach nicht aus dem Innenhof raus, ich verstehe es nicht. War einfach zu lang noch. Ist alles voll. Ich verstehe es nicht. Nehmen wir das. Es eskaliert, Leute. Geht doch in den Fallengang hier jetzt. Stehen da 10.000 in meinem Hof und fangen an durchzudrehen. Oh wei, nicht runterwerfen. Schade. Okay. Ganz schön schnell gestorben. Wieder reinstellen. Sind echt zu viele im Hof. So ein Mist, ey, lauf doch raus. Wo kam denn das jetzt her? Eine Granate war das, oder? Keine Ahnung. Kann sein, dass ja auch so einer mit so einem Fass sich gesprengt hat. Habe ich nicht gesehen, habe versucht, den Blick nach unten zu bekommen. Die parken hier unten ab. Kann nicht runterlaufen, meine Tasche, und die stehen da unten einfach. Die Falle hat das letzte Mal so gut geklappt, die müssen noch den Weg finden. Ja, ja, das gibt's jetzt nicht. Kurz vorm Sterben schon wieder. Oh wei. Okay, ich probier's. Alles kaputt. Die Treppe fehlt. Ja,
Ja, das war mal gar nichts. Hier komme ich auch nicht hoch. Das wird schon wieder mal nichts. Jetzt habe ich beide Schilder da drin, ey, oder drei sogar schon. Na gut, ich habe noch eins auf Lager. Hätte natürlich gerne die Spikes aufgefüllt, aber die Stickies sind ja alle in der Tasche. Die liegt natürlich jetzt noch weiter weg, die Tasche. Yay! Die sind auch schon da. Warum machen die denn jetzt hier so rum? Verschwindet doch! Man muss ja auch nicht ständig an dem Spiel rumbasteln und die Balance ändern. Alle paar Tage ändert sich alles. Der wird beschossen von einer Haubitze. Vielleicht von der vom Nachbarn, ne? Ja. Aber der hat natürlich ruckzuck da das Pendel durch dann. Und die vermöbeln mich hier die ganze Zeit. I'm on fire. Hör auf zu brennen jetzt. Mein Schild wieder mal aufladen kurz. Zieh ab. Verschwinde. Okay, der hat's runtergejuckt. So wird der viel zerstört. Da vorne ist schon so viel kaputt, ey. Zweites Schild an der Hand. Keine Chance. Da kann man die Taste spammen, heb auf, heb auf, heb auf, heb auf, aber irgendwie wird nichts. Wir kriegen alle drei Schilder davon, das ist so geil. Schmeiß den doch jetzt runter, ey. Das werden sie natürlich noch mehr durchdrehen, aber ich probiere jetzt mal den anderen Weg. Hier ist jemand, okay. Der mir die Tür repariert. Ich hab das Zeug. So, schnell wieder reinzukommen. Okay. Viele sind so viele. Ah. Was jetzt? Schlägt das ja gar schon durch die Tür. Das. Mal sowas. Das. Und das. Kann ich mal den Spike auffüllen, bitte?
Okay, ist sehr kaputt das Zeug schon her. Repariert. Das ist okay. Das ist auch okay. Ja, ich wollte natürlich unbedingt das Zeug aufheben, natürlich. Oh oh. Geht mal bitte hier rüber. Mach doch jetzt. Ja, keine Ahnung, was die da jetzt da drüben treiben. Wahrscheinlich richtig Randale. Sieht so aus. Ich kann mich gar nicht auf die Riesen mal konzentrieren, was die so treiben. Ah. Genau in dem Moment bekomme ich eine AP. Zwei Schwert zum Teil durch. Wie geil. Er dürfte die gern runterschubsen. Mhm. Reparieren. Ach du Schreck, ich habe hier offen gelassen. Alter, komm doch raus da. Dankeschön. Oh wei. Die letzte Nacht war es so easy und jetzt ist. Dann sehen wir, dass das Bike mich hier schon erwischt. Na, scheinbar. Schade. Hatte ich jetzt noch was zum Anziehen? Ach, das ist bloß das komische Teil da. Unwichtig. So, jetzt findet mal bitte alle den Weg hier rein und stirbt. Schnellstmöglich. Also Riesen wollen wohl nicht so wirklich sterben. Ich habe jetzt auf jeden Fall noch drei Stück im Blick. Fast tot, aha. Ganz tot. Nach fast tot kommt halt ganz tot. Wollte bloß das Teil fallen lassen. Und nach draußen verschwinden. Die Riesen machen so viel Stress hier überall. Schauen wir mal, ob man irgendwas tun kann. Stehen hier am Zaun. Dreht er wieder um. Alter. Es geht bloß um die Riesen oder was? Hauptsächlich. Das mit den Riesen ist einfach ein Mist. Jedes einzelne Mal wieder. Ja klar, die kann man natürlich so programmieren, dass die auf die Base gehen sollen, aber ja, das Spiel soll doch eigentlich. Also der Plan ist ja, die wollen mich, oder? Die sind wegen mir hier. So, jetzt haben sie sich ein bisschen bewegt. Jetzt muss ich natürlich versuchen, die wieder die Kleinen da rumzubekommen.
Scheiße laufen ohne sterben wäre jetzt gut. Aha, aha. Hat schön gematscht. Ausdauer ist jetzt aber runter. Boah. Oh, hier ist das schön gesessen. Bin so langsam, ey. Kann den kein Stück abhängen. Gibt's doch nicht. Der hat mich wahrscheinlich abgebrannt. Ich sitze das jetzt aus. Das bringt alles nichts. Ich denke, da sind wir uns einig, weil. Keine Ahnung. Je mehr von der Base zerstört wird, umso weniger Zeit haben wir für andere Dinge, warten jetzt, bis sie tot sind. Ist scheinbar soweit. Der parkt immer noch hier. Hinher, einfach mal richtig runter oder das lassen. So, hol ich mal meine Tasche von da draußen. Und mal schauen, wenn mir das alles jetzt noch so folgt, was noch lebt. Da ist der eine mit der Flamme auf jeden Fall. Ist nicht unbedingt die wichtigste Tasche. Ich schiebe es mal ein bisschen was auf. Hab natürlich jetzt nichts zum Kämpfen dabei. In der Tasche war ja nichts. Und wenn man seinen Flammenwerfer herkommt, bin ich das sowieso direkt tot. Hallo? Hustel, gehen Sie mal weg. Lass mich doch mal ein bisschen looten hier. So, habe ich hier schon mal was aufgelesen. Und die anderen die Chance gegeben, mir zu folgen, aber da kommt niemand mehr. Alles durch, oder was? Ach, war das wieder ärgerlich hier. Zu spät hier aufgeschlagen, um die zu reparieren, die Geschichte. Zu eng. Der mit der Flamme ist immer noch am Leben. Wieder rein da. Ach komm schon jetzt. Okay, der ist weg. Schau mal die Pfeile wieder. Kommt noch jemand? Der hat den Baum noch dabei. Ging daneben. Okay. Kurze Inspektion. Das Pendel ist wieder weg. Das war klar, man hat ja gesehen, dass der Riese hier vorne steht und stresst. Ansonsten geht's ja, ne? Die ganzen Holzballen sind weg. Sind die Verluste gar nicht so schlimm? Und das ewige am Zaun schlagen, okay, da waren sie fast durch, die Riesen. Ist auch nicht so schlimm, okay. Boah, ich habe jetzt schon ein bisschen ja, Panik geschoben, dass es zur Riesenkatastrophe wird.
Aber es geht hier, oder? Wow. Muss gestehen, wo das am Anfang so blöd gelaufen ist, wo die alle da im Grundstück waren, war schon mega negativ eingestellt, also. Ach. Ernsthaft? Da sieht man mal, was Forschungen ausmachen, ne? Komm nicht mehr da hoch. Sprungkraft verloren. Wollte jetzt einfach mal schauen, ob da noch was drin ist, wie viel da drin ist. So, Fisch. Hier haben sie ein bisschen randaliert. Oh, meine Maschinen sind ja aus. Soll die eigentlich erstmal machen? Nicht normal. Versuche immer abzuschätzen, jetzt schlägt sie vielleicht gleich. Um Büschel dann hochzunehmen, es braucht ja einfach ein Stück. Da hängt einer fest. Du wirst jetzt zermahlen von der Steinbruchmaschine. Ah, wie sie ihn zerquetscht. Inventar ist voll. Okay. So, ein bisschen Leben wieder geholt. Inventar ist voll. Schild. Messer. Immer noch voll. Das gefällt mir nicht. Dann packen wir hier den einen Stamm raus und das finde ich auch wieder, das sind alles so große Sachen. Fülle ich auch lieber erstmal auf hier, dass das läuft. Ja, das ist doch noch früher am Tag. Das ist doch Wahnsinn. Geil. So. Sprit und das. Ich muss noch der Baum rum. Hier, okay. Gut, schauen wir erstmal nach den Forschungen. Was hier los war. Es waren einfach dann gefühlt 200 hier im Hof. Klar, im Endeffekt waren es nur 70 oder so, aber. Doch noch randaliert. Hä? Warum das? War bestimmt unten eingesperrt. So, hier ein bisschen Eisenerz raus. So, jetzt habe ich das noch ein bisschen Platz und. Kann ja mal gucken gehen, was hier los ist. Holzdeck ist noch 100%. Die ist noch kaputt. Das kommt natürlich von draußen, von an der Treppe anstehen. Ich weiß gar nicht, was das jetzt war. Das war irgendwie auf jeden Fall stark beschädigt. Das waren bestimmt hier unten drin. Da hat man meine Tür wieder eingebaut. Das wird nicht lange halten, wenn es immer so Action gibt hier. Ich schätze, die haben von hier unten Randale gemacht. Dass einfach mal wieder ein paar in das Haus gebackt sind und wieder raus und wieder rein. Keine Ahnung.
Jetzt schon wieder voll. Wie habe ich denn das gemacht? Keine Ahnung. Ich muss nochmal zurück, muss abladen. Ist ja ein Ding. Ich probiere schon gleich mal das Ding wieder einzubauen hier. Snappen. Na komm schon. Upgrades auch drin, gut. Ach. Deshalb voll, na klar, die Kiste lag da unten. Mit den Wartungskisten, den ganzen Quatsch, die hat ja drauf gestanden. Ja, Logo. Okay, die habe ich dann wohl manuell hier reingesetzt. So, ist okay, ne? Upgrade, fehlen zwei Platten. Habe ich hier nicht. Mal gucken, ob wir die noch machen können. So. Fehlen Barren jetzt. Mhm. Ein Barren. Stimmt, ich muss hier Erde abreißen. Dass dieses neue Upgrade bekommen. Dazu muss man alle Kisten abreißen und wieder neu aufbauen. Dann war es ja mit der schon mal gar nicht so schlimm, jetzt, dass die jetzt weg war. Einfach durchgelaufen oder was? Ach hier, ja klar, hast halt offen gelassen, ne? Die Tagesorte ist da. Hat's auch einer hochgeschafft. Na, ich geh mal runter hier. So, die Spiele können beginnen. Aua. Ich wollte doch euer Leben. Das soll eine einseitige Sache werden. Vergiftet. So, da kommen noch mehr. Diese Falle, ey. Weißt du, der die ganze Zeit das Geräusch macht. Ich nehme noch einen. Ich habe jetzt wieder Leben eingebüßt. Keiner mehr. Check ich schon mal lieber hier drin den Hausgang, ob die da irgendwie umstressen. Die Tür reparieren wir mal. Genau, da check ich mal die hier vorne ab. Gibt es hier eigentlich noch? Ne, die haben sich schon weggeklopft. Die Doppeltür. Die hatten wir ja dann genug, ne? Wahnsinn. Ist da jemand? Schauen wir, wie es den Maschinen geht da drin. Den geht's gut. Hat man da vielleicht auch wieder was geändert? Man ändert so viel manchmal. Verrückt. Nö. Hätte ja sein können, dass ich jetzt doch weiterbauen kann mit den Maschinen da drin, dass sie das vielleicht wieder geändert haben. Hier im Gang hat mir da gesagt, da wollte ich sie aber nicht haben. So, jetzt schaue ich nach oben, ob da einer ist. Okay. Wollte eigentlich gerade mal hoch Munition abchecken. Windrad steht, muss ich mal reparieren gehen. 100 Schuss? 115? 154? Was? Das ist ein ganz anderes Leben jetzt, ne?
Man hat so das Gefühl, man hat den Schwierigkeitsgrad erstmal um eine Stufe zurückgenommen oder zwei. Wow. Obwohl die mich zwischendurch so übelst gestresst haben. Scheint es einfach chillig zu sein. Klar, es ist wieder 6 Uhr, die Zeit rennt natürlich. Muss auch wieder ein bisschen was reparieren, aber das geht schon. Wir können demnächst wieder öfters Ausflüge machen. Das ist ja Wahnsinn. Aber zum Neustarten in die nächste Folge machen wir erstmal das Buch, was wir so uns erkämpft haben. In der letzten Folge in der Mine. Aber bis dahin, wenn es euch ein bisschen unterhalten hat, könnt ihr gerne mal ein Like da lassen, ein Abo natürlich sowieso und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ciao Leute. Thank you.